Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Tag persönlicher Koch für niemand geringeren als Mirko. Komm gerne ins Bild, Mr. Wissen to go. Der Mann, der mich und viele andere durchs Abi, durch die Schule gebracht hat und auch durch die schwierigen Themen des Lebens navigiert. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute für dich kochen darf und dir hoffentlich ein bisschen was zurückgeben kann. Du hast gesagt, du isst gerne italienische Küche. Absolut. Deshalb gibt es heute Morgen, wenn ihr hier vorne mal schaut, Ciabatta. Und du darfst direkt mal eine Auswahl treffen. Ich würde dir nämlich anbieten, ich mache dir ein Ciabatta mit Rucola, mit Tomate, mit Käse. Möchtest du darauf Zandandiele-Schinken, Mortadella oder meine Empfehlung Porchetta? Geht auch alles. Es ging auch alles. Also du bist heute alles Chef. Alles gut aus. Du darfst dir alles aussuchen, aber vielleicht wird es ein bisschen überladen. Ja, ich würde sagen, wenn du das empfiehlst, dann wird das gut sein. Dann nehme ich deine Empfehlung. Okay, dann, das läuft bei mir so, darfst du dich ganz entspannt zurücklehnen. Okay. Ich rufe dich, wenn das Essen fertig ist, dann musst du nur probieren. Perfekt. Wir legen los. Also, dieses Ciabatta ist was ganz Besonderes. Generell, ich habe wirklich, was ich gerade gesagt habe, auch ernst gemeint, ich wollte gerne was Besonderes heute kochen für Mirko, weil ich finde, er macht eine sehr, sehr gute und wichtige Arbeit. Deshalb gibt es heute ganz besonders gutes Essen, zumindest hoffe ich das. Diese Ciabatta sind extra nur zu 70% ausgebacken, sind halt noch voll weich, haben gar keinen Crunch. Den bekommen Sie nämlich gleich auf dem Kontaktgrill. Wir halbieren das erstmal. Und erstmal reichlich Olivenöl auf die Schnittkanten. Jetzt geben wir Ciabatta auf die Kontaktfläche mit den Innenseiten nach außen. Und so toasten wir das Ganze jetzt erstmal schön an. Dann nehmen wir uns mal eine gelbe und eine rote Tomate, einfach nur fürs Auge. Ein bisschen Rucola bereite ich noch vor. Und dann haben wir eine etwas besondere Büffelmozzarella, die ist so ein bisschen schnittfest. Und hier haben wir die Porchetta. Wirklich sehr, sehr wild. Zack, guckt euch das an. Schöner Toast auf der Innenseite. Außenseite noch ganz weich, wie gerade eben. Jetzt kommen wir zum Belegen. Ganz wichtig auch, hat er gesagt. Wir beginnen mit Mozzarella. Man denkt eigentlich, Mozzarella zieht Feuchtigkeit ins Brot, aber wir haben es ja extra angetoastet mit Öl. Und wir machen die Premium-Variante. Wir machen Mozzarella. Provolone, dann kommt Tomate, auch schön abwechselnd. Auge ist ja mit. Ne? Boah, ich bin richtig hyped schon darauf, sag ich dir ehrlich. Und jetzt kommt der Rucola drauf, aber nur so schön mittig. Wir wollen nicht, dass der Rucola so laberig wird, dass er viel Hitze abbekommt. Olivenöl drüber nochmal, nicht zu knapp. Das sieht so gut aus. Es ist soweit. Porchetta ist Schutzschicht. Und jetzt wirklich, schau mal bitte auf meinen Finger, ist noch ganz, ganz weich aus. Genau, was wir brauchen. Kommt das Ganze jetzt drauf und wir schließen. Bis ich das dann gleich so entlasse. Wenn das einmal die Form angenommen hat, dann können wir es so toasten lassen. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, wir haben die Textur erreicht, die wir haben wollen. Boah. Das ist ein real Crunch. Das ist authentisch. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben sogar das Originalpapier zum Umwickeln mitgebracht. Das ist innen drin so beschichtet, dass es nicht rausläuft und so. Eric hat irgendwelche wilden Falltechniken offenbart. Das werde ich jetzt einmal probieren anzuwenden. Wir rollen es ein. Ich gehe jetzt mal Mirko holen und dann schauen, wie wir es finden. So, hier haben wir das gute Stück. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Apparillo hier. Du kannst dich ja schon mal damit vertraut machen. Okay, ist wie so ein Geschenk. So ein ja, genau. Ich schenke das auch. Crunch ist schon mal da. Das ist schon mal gut. Da bin ich schon mal zufrieden. Boah. Hab extra nichts gegessen heute. Echt? Ja, ich hab riesen Hunger und das ist echt genial. Schmeckt voll gut. Okay. Es wird gleich wirst du mich bewerten müssen, aber erst wenn du ganz in Ruhe aufgegessen hast. Würdest du selbst sagen, dass du Genießer bist? So, isst du gerne? Ja, total gerne. Trinkst du auch mal gerne was Gutes? Ich meine, wir haben es ja schon gesagt, in der Umgebung gibt es auch gute Weine und so. Wein trinke ich schon gerne mal, aber echt eher so genießermäßig. Also ich trinke jetzt nicht irgendwie so zwei Flaschen hintereinander, sondern zum Essen irgendwie, wenn es gut passt. Ich bin jetzt nicht so der Weinexperte, ehrlich gesagt. Ich habe so ein paar Sorten, die mir gut schmecken und die trinke ich halt immer gern. Aber beim Essen genieße ich definitiv. Also super. Essen ist für mich so, ich würde schon als Hobby bezeichnen. Das ist gut und gleichzeitig schlecht, weil dann kennst du dich mit gutem Essen gut aus. Isst das Ganze erstmal in Ruhe auf. Wir sehen uns gleich zur Bewertung wieder. Es ist schon mal aufgegessen, da bin ich schon mal erleichtert, obwohl das wirklich ein Apparat ist. Ne? War ein Apparat, ich habe den Fehler gemacht, es gleich in die Hand zu nehmen, schön die Hose versaut. Ja. Was hat dir denn geschmeckt, was hat dir nicht geschmeckt? Was mir richtig gut geschmeckt hat, war, wie soll ich das beschreiben, also es war halt sehr saftig. Du hast es im Mund gehabt und es war nicht zu trocken, was ja manchmal bei so Zusammenstellungen der Fall ist. War sehr, obwohl es sehr wuchtig war, hat sich jetzt nicht so fettig angefühlt zum Beispiel. Ging gut runter und der Schein trügt. Sag mir lieber nicht, was da kalorienmäßig am Start ist, aber nee, einfach die Gesamtkomposition, die einzelnen Komponenten haben super zusammengepasst. Oh, da bin ich sehr froh. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du das Ganze bewerten müsstest, von 1 bis 10, was würdest du der Sache geben? Schwierig, weil ich eigentlich schon gerne direkt eine 10 geben würde, wenn es so gut war. Aber das wäre ja dann doch zu einfach.
Da muss ich eine 10 geben. Sorry, das war einfach so gut. Mirko hat es wirklich versucht. Aber er hat es versucht, es hat nicht geklappt. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich liebe diese Art von Sandwich oder Ciabatta auch. Mhm. Deshalb kann ich dich sehr gut verstehen. Würde dem auch immer eine 10 geben. Deshalb, ich liebe es sehr. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie anknüpfen kann zum Mittagessen, weil heute soll auf jeden Fall ein leckerer Tag für dich werden. Ich würde sagen, ich lege direkt mal los und gebe mir richtig viel Mühe. Weiter geht's mit dem Mittagessen. Und ich sage so viel, ich habe mich auch hier nicht lumpen lassen. Wir haben hier ein wunderschönes Wagyu Picanha. Ich bin sehr gespannt, das ist nämlich Wagyu, das aus Deutschland stammt. Dazu werden wir ein paar Rosmarin-Knoblauch-Ofenkartoffeln machen. Wir nehmen einfach ein paar Kartoffeln, schneiden sie in leicht große, mundgerechte Stücke und dann können wir auch schon... Knoblauch ist schon krank zu dir gekommen. Knoblauch ist krank zu mir gekommen. Eigentlich hätte ich den gepresst, hatte aber keine Presse, deshalb habe ich das, um euch das Leid zu ersparen, habe ich es einfach schon gemacht. So, wir geben ein wenig Backpulver in unseren Topf hinein und unsere Kartoffeln kommen hinterher und kochen so für 10 Minuten vor. Ich hacke jetzt den Rosmarin, dann gebe ich ihn gemeinsam mit Knoblauch und Öl in den kleinen Topf. Ordentlich Öl hinein, das aromatisieren wir jetzt. Ich brauche jetzt einmal Erics Hilfe, weil wie gesagt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Wir werden das Ganze jetzt durch einen Tee filtern. Hoffentlich klappt das Ganze, aber ich denke, es sollte funktionieren. Der Destroyer ist es sofort voll. Wollen wir das Ganze nicht zusammenlassen? Knoblauch und Rosmarin würden im Ofen verbrennen, nach Kohle schmecken, deshalb geben wir das Ganze erst am Ende unseres Kochprozesses wieder dran. So, dann packen wir uns unsere vorgekochten Kartoffeln. Den Rest schütten wir dann einmal so ab. Dann können wir aber auch unsere Kartoffeln gleich schon wieder in den Topf zurückgeben. Und jetzt kommt dazu unser aromatisiertes Öl. Jetzt passiert die Magic. Jetzt verstehe ich's. Jetzt werden wir das Ganze durchwerfen und man sieht vielleicht schon, ja, so allmählich sieht man, da entsteht schon so was Breiartiges, so Kartoffelbrei-mäßiges auf der Oberfläche. Nordrück, dieses aromatisierte Öl ist so krank. Und der Rest hier kommt am Ende natürlich trotzdem auch nochmal dran und gibt auch nochmal weiteren Geschmack dazu. Unser Backblech raus. Da geben wir jetzt die Kartoffeln drauf. Wenn die verteilt sind, geben wir das Ganze in den Backofen und kümmern uns um unseren Spargel. Spargel schneiden wir großzügig oben ab, sodass wir nur die Spitzen haben. Den Rest kann man dann beispielsweise zu einer Spargelsuppe oder sonst was verwenden. Ein wenig Olivenöl. Wir werfen das so ein bisschen durch, dass das von allen Seiten benetzt ist. Packen wir uns den grünen Spargel, geben ihn in die Pfanne. Unser Spargel hat eine schöne Farbe bekommen. Geben wir jetzt einmal kurz an die Seite. Klappen uns unser Wagyu. Schneiden einmal oben die Fettkappe ab und lassen die in der Pfanne auf. Drin braten wir unser Wagyu an. Dann nehmen wir uns jetzt unsere Picanha, legen die schön. Jetzt braten wir das beide auf maximale Hitze. Andere Seite. Mama mia, eine wunderschöne Kruste. Wir nehmen das Steak jetzt einmal kurz raus, lassen die Pfanne ein wenig abkühlen und dann basen wir Spargel und Steak in einer Pfanne. So, ich gebe unsere Pfanne wieder auf die Hitze und unsere Picanha halbiere ich jetzt einmal. Wir sehen auch, die ist noch lange nicht fertig. Wir werden jetzt einmal die Schnittkante versiegeln. Und sobald die Schnittkanten schön versiegelt sind, legen wir das wieder rein, geben dazu Butter und Rosmarin, um das Ganze noch mal ein bisschen zu aromatisieren. Und so ziehen wir das Ganze jetzt nicht mehr bei voller Hitze, sondern bei halber Hitze in Gar. Und sobald unsere Butter schmolzen ist, geben wir sie über unser Steak drüber, um das quasi mit der heißen Butter noch ein wenig Gar zu ziehen und gleichzeitig zu aromatisieren. Rosmarin. Ich danke dir, Eric. Sehr gut, dass du den Spargel noch mal hineingibst. Zack. Jetzt richten wir das Ganze noch an und dann sind wir auch schon fertig und können servieren. Endlich ist es soweit. Hier haben wir dann Mittagessen. Wir haben hoffentlich knusprige Ofenkartoffeln, grüne Spargelspitzen und Wagyu Picanha. Ja, mit was soll ich anfangen? Ach, wie auch immer du möchtest. Du kannst alles mal probieren und dann wie immer deine ersten Eindrücke teilen. Okay, dann fange ich aber mal klassisch mit den Kartoffeln an. Hoffentlich sind sie nicht noch zu heiß. Ja. Nee, sind knusprig. Medium well hast du dir dein Fleisch gewünscht. Ja, dann kommt das Fleisch als nächstes. Ich hoffe, du bist auch damit hier Bild schön. Hier muss man mal die Kamera halten. Das klingt gut. Schneidet sich auch wunderbar. Pokerface ist da, okay. Habt ihr mir gesagt, soll ich machen? Alles einmal probiert, der Mann hat es verstanden. Den Spargel habe ich noch nicht probiert. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns auch einen Teller machen. Wir müssen uns auch einen Teller machen und das Ganze gleich mal probieren. Jetzt bin ich sehr gespannt. Alles aufgegessen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wobei ich erst weiß, dass mein Teller leer ist, sonst gibt schlechtes Wetter am nächsten Tag. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn es morgen regnet. Ich wollte gerade sagen, heute hast du auf jeden Fall, oder gestern hast du auf jeden Fall aufgegessen. Das habe ich gemacht und nochmal Nachschlag geholt, deshalb ist heute so heiß. 38.
38 Grad, wollte Max sagen. Und wie ihr seht, ist es nicht mehr Mirko und Max, der hier sitzt, sondern ich. Denn es ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Zum ersten Mal, seitdem wir zusammenarbeiten. Und deswegen darf ich jetzt auch zur Strafe dieses Video aufnehmen und euch mitteilen, dass die SD-Karte zu diesem Zeitpunkt voll war. Aus diesem Grund ist die gesamte Bewertung von Mirko nicht mehr dabei. Aber ich kann sie in meinen eigenen Worten noch genau wiedergeben. Denn das Steak hat ihm sehr, sehr gut geschmeckt. Und auch den Spargel und auch gerade die Knusprigkeit, die durch diesen Schritt im Topf, durch dieses Melieren der Außenhaut der Kartoffel entstanden ist, hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Aber es gab einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar hätte man so etwas Soße noch mit dazugeben können. Irgendeine Art. Er hat von einer Barbecue-Soße gesprochen, aber es hätte jegliche Art von Soße sein können, die diesem Gericht in seinen Augen noch gefehlt hat. Und aus diesem Grund war seine Bewertung 9,8. Max hat sich natürlich trotzdem gefreut und natürlich ist 9,8 alles andere als schlecht. Und mit diesem positiven Gefühl ging es dann weiter zum Abendessen und ich verabschiede mich jetzt schon wieder aus dem Schnitt und entschuldige mich nochmals für diesen kleinen Fehler. Kommen wir zum Abendessen. Ich habe nichts Geringeres als eine perfekte Lasagne im Sinn und dafür brauchst du einige Zutaten. Wir haben hier, Eric, Pancetta. Wir haben gemischtes Gehacktes, um nicht zu sagen gemischtes Hack. Wir beginnen, indem wir unsere Pancetta hier in schöne Scheiben schneiden. Es muss nicht perfekt sein, ist ja nach wie vor homemade. Ich gebe hier schon mal in unseren Topf. Er wurde uns eigens von Lionel gebracht. Lionel macht heute Schülerpraktikum hier. Könnte jetzt sein, Leute, dass Eric schlecht wird. So, wir werden natürlich auch ein wenig Gemüse in unsere Soße hineingeben. Dafür schneide ich hier einmal einen Staudensellerie. Wir schneiden jetzt Karotten, Knoblauch, Zwiebel, alles fertig und währenddessen röstet hier drüben unsere Pancetta. So, wenn die Guanciale ausgelassen ist und das ganze Fett davon darin schwimmt, dann geben wir das Ganze einfach mal raus. Und das brate ich jetzt erstmal an, dass das auch schön Farbe bekommt. Wenn das der Fall ist, wenden wir, braten die andere Seite an und dann kommen wir zur nächsten Ladung. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch gar kein Salz drin. Das Ganze reduziert so sehr und die Pancetta hat so viel Salz, dass wir das am Ende abschmecken werden. Wir sehen jetzt schon in unserem Topf, da hat sich eine schöne Kruste unten gebildet. Und da geben wir zunächst einmal unser geschnittenes Gemüse vor. Wenn alles leicht angedünstet ist, können wir auch den Knoblauch dazugeben. Das ist ungefähr eine große Zehe. Wenn alles schön angedünstet ist, dann hitten wir es mit ein wenig Tomatenmark. Und so tomatifizieren wir das Ganze jetzt. So, jetzt schütten wir ungefähr 250 Milliliter Weißwein und löschen das Ganze hier einmal ab. Und das Ganze verkochen wir jetzt ungefähr zur Hälfte. Dann geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind gehackte Tomaten. Eine 400 Gramm Dose Fleisch mit dem Fleischsaft. Einfach alles, was wir beiseite gestellt hatten, kommt jetzt wieder zurück. Wir sehen uns gleich erst wieder, wenn alles hier schon schön eingekocht ist und die Soße nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und so sieht das Ganze nach 2 bis 3 Stunden aus. Alleine hier diese Konsistenz, die oben ist. Das ist schon so eine Paste. Richtig, richtig geil. Mit dem werden wir jetzt das Schichten beginnen. Hier ist unsere Auflaufform. Geben wir ein wenig Ragout auf den Boden. Nicht zu viel. Und verteilen das Ganze. So, wenn wir eine Lage auf dem Boden haben, wird es Zeit für unsere Lasagneplatten. Okay, dann geben wir unsere erste Lasagneplatte rein. Das ist jetzt frische Lasagne. Schneiden wir ein bisschen zurecht. Dann kommt da oben drauf. Und da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Von unserem Ricotta. Zack, zack. Zack. Damit kleben wir auch alles einfach ein bisschen zusammen. Und wenn es so aussieht, haben wir das Basilikum, zupfen den da drauf. Das zieht dann auch nochmal richtig schön ein. Nach dem Schinken gehen wir wieder mit ein bisschen von unserer Soße ran. Boah, Junge. Legen wir los und reiben eine großzügige Lage Parmesan. Als nächstes Mozzarella. Schneide ich das ein bisschen dünner, dass es ergiebiger ist. Ab jetzt wiederholt sich alles. Also nochmal Nudeln, nochmal Ricotta, nochmal, 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 bis wir beim Top-Layer ankommen. So, wir geben jetzt zum Schluss nochmal auf einer Schicht Nudeln die gesamte restliche Soße. Dann reiben wir richtig viel Käse drauf und machen das Ganze nur noch in den Ofen. Wir machen in der Zwischenzeit kurz sauber und dann sind wir fertig. Wir machen das ganz klassisch. Parmesan, Mozzarella. Dann geben wir am Ende nochmal mit Parmesan. Ich glaube, das ist eine würdige Parmesan-Schicht. So geben wir das Ganze einfach ohne viel Reden in den Backofen. Wir machen das Ganze im Schnelldurchlauf. 200 Grad, 20, 30 Minuten. Hier haben wir sie jetzt also, die Lasagne frisch aus dem Ofen. Wir schneiden direkt rein, wir lassen sie nicht groß ruhen, sondern machen direkt einen großzügigen Schnitt und schneiden das erste Stück raus. Ich glaube, von so einem Stück wird man schon gut satt.
Sehr schön. Das war's auch mit dem Anrichten. So, da haben wir sie also, die Lasagne. Wow. Die hat auch auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, das macht so eine gute Lasagne aus. Wir haben Ricotta aus Büffelmilch, natürlich Tomaten, so ein schönes Ragout. Dann haben wir Parmaschinken, wir haben Parmesan, Mozzarella, auch aus Büffelmilch. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine schöne Varianz drin. Bleib gerne schon mal an. Ja, bei der ersten Lasagne, die ich in meinem Leben gegessen habe, habe ich mir so den Mund verbrannt. Trotzdem, ja, weil hat die Mutter von einem Kumpel gemacht. Ach so, was heißt? Und ja, ich habe mich danach ziemlich oft eingeladen bei denen. Mein Lieblingsessen. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich, ne? Ich glaube, beim ganzen Kochen habe ich nicht so viel geschwitzt wie jetzt gerade. Ja, irgendwie ich den Schwitze gekommen. So das heiße Essen, aber mir hat es auf jeden Fall geschmeckt. Ich bin gespannt, ob es dir geschmeckt hat. Ja, also die Hürde war hoch, weil ich wirklich Lasagne total gerne ist, mein Lieblingsessen. Ich mache das auch oft selbst. Aber ein paar Dinge haben mich überrascht und zwar positiv. Also zum einen, dass Parmaschinken drin war, habe ich noch nie in der Lasagne gehabt. Und zwar super gute Kombination auch mit dem Fleisch. Harmoniert sehr gut. Parmesan in Kombination mit Mozzarella auch hervorragend geschmeckt. Dann war sie ja nicht ganz so lange drin, wie du es ursprünglich vorhattest. Ja. Das heißt, die Platten waren noch so ein bisschen al dente, ja, so bissiger und das fand ich auch gut. War eine rundum gelungene Sache. Also ja, irgendwie fühle ich mich irgendwie wie so ein zu netter Lehrer, der allen Schülern immer eine Eins gibt, aber es ist wirklich verdient. Also ich würde auch hier 10 Punkte vergeben. Mama mia, ich hoffe, du hattest heute Spaß. Total. Ja. Ich fand es richtig cool und hoffe, ich konnte dir auch ein bisschen was zurückgeben, weil wie gesagt, ich finde wirklich super richtig und super gut, was für ein Content du machst. Deshalb schaut auch mal bei Mirko vorbei, könnt ihr was lernen. Und ja, ich mache mich auf den Weg nach Köln. Danke dir, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.